Leute, was geht zum zweiten Qualifier-Tag von meinem 100 € Zero-Build-Turnier zusammen mit Gojo? Vergiss nicht, ein Abo und ein fettes Like dazulassen. Erster Link in der Beschreibung. Kommt ihr zu Twitch, wenn ihr bei den restlichen drei Qualifier-Tagen mitmachen wollt. Es geht bis zum 2.1. jeden Tag. An Silvester beginnt der Qualifier, also jetzt, wo ihr das Video seht, um 16 Uhr. Also, ja, hoffentlich seid ihr da am Start, Freunde. Und ganz, ganz wichtig, zweiter Link in der Beschreibung, kommt ihr zu meinem anderen Fortnite-Kanal. Da habe ich einfach in Zero Build Unreal erreicht. Und jetzt versuche ich, in die Top 100 zu kommen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt meinen anderen Kanal. Danke für den ganzen Support. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Endgame. Wer ist alles am Start? Roger Booker, 17 Leute auf einer Zone, die kleiner als mein Loch ist. Okay. Paar bekannte Namen. Anonymmodus. Ich sag's immer wieder. Anonymmodus muss raus. Weird Lukas hat es aber schon geklärt. Wenn Anonymmodus nicht draußen ist, dann wird's echt schwer. Okay. Aber sonst keiner am Start, wo mir so richtig was sagt. Ich sag, den kenne ich. Oder bei dem weiß ich, der ist richtig krass. Dann wirklich nicht ein... Hier, Erox. Erox, mein Zero-Build-Duo-Mate. Mit Baba-mäßigen Loot. Mythischer Pump. Lila Neska. Grappler. 4 Bunker. Das ist auch eine krasse Zone. 16 Leute noch alive. Rizzy Riviera, das ist eine richtig geile Zone, weil du hier richtig viel Cover hast und die Engels richtig, richtig gut spielen kannst, sage ich euch ehrlich. Und Erox meinte zu mir gestern noch, als wir Rank gespielt haben, dass er sich heute wallen wird in der ersten Runde. Ich bin gespannt, ob er das schafft. Gestern hat er es auf jeden Fall nicht geschafft. Er grieft sich wieder selber. Ah, nice. Hat jetzt hier den Vierer-Grabbler. Sehr stark. Boxt sich. Top-14-Situation. Top-14-Situation, meine lieben Freunde. Kenne ich sonst noch jemanden? Also sehr, sehr viele neue Gesichter. Ich bin gespannt. Leute, wir sind in der Moving Zone. 11 Leute noch alive. Peterbot geht down von Mini-Mr. Savage. Cyro Leon geht auch down. Top 11 Situation. Und Erox kann es machen. Er muss einfach nur noch 7 Leute überleben. Er muss die ja nicht mal killen. Er muss sie irgendwie überleben. In die Top 4 kommen. Und dann ist er qualifiziert für die Finals. Mal schauen, ob er es wirklich in der ersten Runde schafft. Er macht es auf jeden Fall sehr, sehr smart. Was ist das jetzt? Er hat so viel Green Life Damage bekommen. Holt hier aber einen sehr guten Refresh. War aber auch riskant irgendwo an sich. Boah. Holt hier nochmal einen Gegner. Top 9 Situation. Die Leute wollen ihn griefen. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht wieder an der Zone stirbt, wie am ersten Tag. Ui. Ui, ui, ui. Moved hier gut drumherum. Kassiert. Boah, also als ob alle auf ihn gehen würden. Top 8. Boah, es ist so krass. Er hat so viel Pech. Er spielt es nicht schlecht. Mini Mr. Savage mit 7 Kills. Also, Top 4 qualt sich. Zwei Leute, weil Ahmed, Pfeiflo und Schrot vollpumpt. Top 5 Situation. Derjenige, der jetzt down geht, qualt sich nicht. Für den war alles umsonst. Der hat auf gut Deutsch gesagt die Arschkarte gezogen. Derjenige, der jetzt down geht. Bei wem sieht's am schlechtesten aus? Oh, bei ihm sieht's sehr schlecht aus. Bei ihm sieht's aber noch schlechter aus. Er ist in der Zone. Aber irgendwo auch smart. Nein, er hat... Oh, Alter, Roger Booker wird von Mini Mr. Savage, dem Flopper-Esser, gegrieft. Mini Mr. Savage, JTT Windfighter
Ahmed und Snipe in Nuras sind qualt für Finals. Wer jetzt die Runde gewinnt, ist eine andere Sache. So, jetzt geht es hier nur noch um Ehre und um Prestige. Ich glaube, Mini Mr. Savage macht's. Macht's safe. Ja, wusste es. 10 Killwin, das ist eine Ansage. Qualt für Finals. GG's. Meine lieben Damen und Herren, zweite Runde von den Grief Customs. Digga, die laufen einfach aneinander vorbei. Was sehe ich hier? André FMBR. Sein Kollege hat in den Chat geschrieben, er wird die Runde gewinnen. Lebt er noch? Lebt er noch? Er hat auf jeden Fall 3 Kills. Könnte sich hier den Flopper geben, macht er aber nicht. Wir schauen mal, wer alles noch am Start ist. Der Max. Der Max, der Max. Dann der Sings mit mehreren 100 Dollar Earnings. Zero Build Pro. 2 Kills. GG, 17 Leute. Sehr stacked. L3 Dominic. Dann Low Aim. Auch ein Zero Build Pro. Ist sogar qualt für die Zero Build PlayStation Cup Finals. Embry werden wir spectaten. Und ich habe auch mit ihm Ranked gespielt. Und wenn ihr in Zukunft mehr Ranked-Videos mit diesem Zero Build Pro sehen wollt, dann lasst ein Like da. Ja, der ist echt krass. Der ist ehrlich krass. Der wird safe Top 4 kommen. Prime Unix, Mini Masari Maker, der ist am ersten Tag gestern 5. Platz geworden. Macht er den Spitzhackentrick? Nee, ne? Sim vor Naruto. Colin nimmt jetzt Naruto hier auseinander. Und es ist vorbei. Armer Naruto. Alter, er ist stuck, Step Bro. Er ist stuck. Er ist stuck. Ich glaube, das war's. War's das mit ihm? Ich glaube, das war's mit ihm. Er hat gechoked. Nee. Oder doch. Doch, er hat gechoked. Top 11 Situation. Digga, die Zone ist so klein und es leben noch 11 Leute. Was wird dann im Final los sein, wenn die 100 besten Spieler spielen? Schafft es? Schafft es? Schafft es? Oh mein Gott. Du bist ein Macher, Junge. Du bist ein Macher. Er ist safe am scuffedesten. Er ist 100% am scuffedesten. Boah, was hat er für ein... Und er hat... Backzone. Er hat Backzone, Bruder. Er hat Backzone. Breakfast. Oh, jetzt. Was macht er? Was macht er? Er ist einfach reingelaufen. Er so, Bruder, hol mich. Oh, diese Wasserzone ist ekelhaft. Oh, der Arme. Er wird jetzt dein. 8 Leute. Die Hälfte davon qualifiziert sich nur. Man muss einfach nur Top 4 kommen für die Finals. Ich erinnere euch. Mehr ist es nicht. Low Aim noch alive. Der macht es so smart. Er hat schon 4 Kills. Oh. Unicorn Expert ist raus. Top 6 Situation. Die zwei Leute, die jetzt dein, die sind im Loch. Die sind sowas von im Loch. Low Aim wird gegrieft von Snix, 42 Max, Prime Unix. Mini Masari Maker ist endlich called. GG's Mini Masari Maker. Immer schön weiter Masari machen. Stark, stark, stark. Also, 4 weitere Finalisten, Digga, Finalisten. Max, Masari Maker, Prime Unix und D-Wave, der nächste Zero Build Pro, der auch Unreal ist, in Zero Build Rank, hat sich auch geholt. Ich sag, der gewinnt die Runde auch. Der ist so gut. Aber wirklich, der ist richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. Top 2 Situation. Er wartet unten auf ihn. Er hat mehr HP. Prime Unix kann die Runde jetzt hier gewinnen. Aber er versagt mit seinem Aim. Ja, gutes Movement. Er hat so gutes Movement. Kurz warten, bis Overshield auflädt. Aber er hat immer noch mehr Leben. Er hat immer noch mehr Leben und er contestet nicht auf High. Und das ist das Ding. Er bleibt die ganze Zeit im Lowground. Er geht nicht auf Highground. Und so hat D-Wave leichtes Spiel. Wir sehen uns direkt in der dritten Runde. Es macht böse Spaß zuzuschauen. So, meine lieben Damen und Herren, wir sind in der Endgame-Situation. Top 17. P
Pisch von World Cup noch am Leben. Winner Alex. Mal schauen, ob er heute mal gewinnen kann. Cyro Leon, Wikarino mit 7 Kills. W-Kia. Dann der liebe V2LXN. Boah, hat den gelasert. Muss der jetzt rein, ne? Gönnt sich hier den alten Bunker. Ist auch smart. Digga, 17 Leute auf so einer Zone? Das ist stacked. Das ist schon echt stacked. Krass. Die Leute wissen, sie müssen nur Top 4 kommen, um sich zu qualen. Und das merkst du auch. Ich glaube, Zoneplay zu früh. Viel zu früh. Hätte er sich für später aufheben müssen. Aber wenn er keine Bunker hat, natürlich smart. Da war doch noch ein Medkit. Warum nimmst du das denn nicht mit? Ist das unlucky. 1 Pizza 300 grieft ihn hier jetzt. Oh mein Gott. Mystico 7M mit 4 Kills. Tim. Das sind alles neue Namen. Janis mit 3 Kills. Anonym, hier wieder. Versager. Auch wenn du Top 4 kommst, du bist nicht qualled, weil Anonym-Modus drin. Du hattest einen Job, aber du qualst den nicht. Ist er dead? Ja, er ist dead gegangen. Anonym-Dreh. Okay. Top 11-Situation. Wie gesagt, Top 4 qualled sich. Wieder auch anonym. Kannst direkt aufhören, weiterzuspielen. Spices. Wow. Mystico dreht jetzt hier auf. 5. Kill schon. Digga, der dreht jetzt hier richtig auf. Boah, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob das reicht. Maybe könnte das reichen. Top 10 Situation. Da läuft noch einer. Ich wusste, dass es nicht reicht. Top 8 Situation, Freunde. Top 8 Situation. Wikarino wird jetzt hier gegrieft. Geht aber mit der Impulsgranate. Hat nur noch eine. Hat keinen Schutz. Gibt sich hier jetzt seinen letzten Biggie. Top 6 Situation. Wenn du jetzt diest, ist es echt mies. Es ist sehr mies. Anonym und Cyro Leon. Ich habe euch gesagt, wenn ihr anonym seid, qualt ihr euch nicht. V2LXN. Der liebe Elan Iraya. Vianis. Und Wikarino hat es auch endlich geschafft. Sind qualled für die Finals. Fettes GG. Wikarino gewinnt hier die Runde mit 8 Kills. Sehr, sehr stark. Wir haben unsere nächsten 4 Finalisten. Und dann sehen wir uns gleich in der vorletzten Runde. Vorletzte Runde. Jonas grieft sich in der Zone. Der liebe Niklas ist auch mit am Start. Er gibt sich das Medigit. Medigit, 23 Leute. Die Runde ist stacked. WTF, Digga. Also wirklich von Runde zu Runde wird es immer stackter. Wow. Oh, wow. Oh, yeah. Er hat keinen Bunker. Oh, wow. Wie will er das ohne Bunker, ohne nichts überleben? Das ist doch Algengrütze. Er wird... Entweder er geht auf den Baum oder es ist vorbei. It is dann vorbei. Boah, weißt du, was aber geil ist? Ich glaube, bei Zero Build kann man nicht so leicht griefen, oder? Natürlich. Echt? Natürlich. Da kannst du nicht. Laserst du die Sau und weg vom Fenster wie ein Nein. Also ich meine zum Beispiel bei so Turnieren. Wenn du ja Build machst und man sagt, ey, ihr dürft ab 80 nicht mehr fighten. So bei Zero Build, da ist er so ein bisschen anders, oder? Ja. Bestimmt. Also ich finde die Open Game schon stacked. Aber es geht natürlich immer stackter. So eine 18er Moving ist ja okay. Ja. Aber so ja. da geht so eine 30er Moving würde auch gehen. Treibt. Und eng. Boah, wenn der in ist und wenn das klappt, ne? Ey, wenn das klappt, boah. Alter, was geht jetzt hier ab? Fancy Fields ist am Brennen, Chat. Fancy Fields ist am Brennen, Digga. Was sehe ich hier?
Ey, der Bre macht auch den Zoneplay. Cool, Checker, yo, lass sein. Lass los. Lass los, macht keinen Sinn mehr, Bruder. Cool, Checker. Cool, Checker, Joni. Ja, wobei, vielleicht Joni? Ah, Joni, es ist... Ich glaube, es ist vorbei, Joni. Ah, wobei? Boah, Joni, Alter, Top 17 Situation. Joni hat es geschafft. Joni hat nicht losgelassen. Senki. Schnürsenki. Jonas auch immer noch alive. Streamlau 2. Klau Luis. Duri. White Leon Sweaty. Twix 19. No Grass Race. Dürüm bitte. Labriger Schniedel. Was ist das für ein Name? Top 15. Digga, die Runde ist echt stacked. WTF. Night FNR. Die letzte wird, glaube ich, gleich stacked auch noch. Digga, 14 Leute in der Moving? Wir sind Solo Victory Cash Cup Finals oder so. Das für Zero Build echt viel. Digga, die Finals werden krank stacked. Ich sag's dir. Oh, Malek Abi! Malek Amca! Malek, Bruder, du musst jetzt. Malek muss den Qual. Ich will Malek in den Finals sehen. Let's go, Malek. Let's go. Er hat sich selber gegrieft. Mit Zipline. Oh nein. Digga. Was sehe ich hier? Top 9. Malek, let's go, Malek. Let's go. Malek, meine let's Eier. Let's go, Malek. Let's go. Malek, meine Eier, Malek. Malek. Jetzt muss er es machen. Jetzt muss er es machen. Top 8 Situation. Die Hälfte davon wird sich nicht qualen. Das ist die stackteste Qualifier-Runde, die wir bisher hatten, meine Damen und Herren. Malek, leckt er wieder Eier? Das ist die Frage. Er geht in die Zone. Er macht es. Ist das der Play? Ist das der Play? Ist das der Play? Top 6 Situation. Kann es Malek schaffen? Kann es Malek schaffen? Malek kämpft gerade für seine Familie. Immer noch Top 6 Situation. Immer noch Top 6 Situation. Top 5. Einer muss dahin für Malek. Und. Letztes Map-Kit. Einer muss dahin. Er hat's geschafft. Klau Luis, Jonas Goat und Labriga Zippy, glaube ich, sind fein. Qualt. Ich glaube, Klau Luis ist vierter Platz geworden. Das war ein Foto-Finish. Das müssen wir direkt danach schauen. Jo, Leute, was geht heute denn Play? Aber ich glaube, Klau Luis ist vierter geworden, aber das müssen wir auf jeden Fall in der Wiederholung schauen. Und Jonas gewinnt die vorletzte Runde und qualt sich auch für die Finals. Okay, Leute, wir sind Top 13 Situation. Strong on top mit 3 Kills. Hat jetzt aber nur noch 85 HP. Wir sind in Grand Glacier. Durch die Villa geht die Zone. Oh mein Gott, er wurde tot gegrieft von Wild Leon Sweaty. Top 4 qualt sich. 11 Leute noch alive. Grom, Winner Alex. Boah, der versucht es schon jede Runde. Ihm würde ich es gönnen. Er ist ein richtiger Grinder. Er gibt nicht auf. Sinks, der Duo-Mate von Vicky Killy. Will es auch unbedingt schaffen. Ist auch fast jede Runde am Start. Spices muss jetzt hier rotieren. Hat richtig geilen Loot, um die Runde hier zu machen. Erai ist Fünfter geworden. Holt sich jetzt hier Winner Alex. GG's. Top 9 Situation. Hat auch richtig guten Loot. Spielt die goldene Shredder MP. Also, Erai würde ich es auch gönnen. Falls ihr euch an Qualifier Tag 1 erinnert, der hat in der letzten Runde Erox so einen fetten Headshot-Snipe gegeben. Digga, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Also vor allem in so einer Situation, das war echt sehr krass. Er hat auch schon 4 Kills, Top 9 Situation. Wir schauen mal bei den anderen. Wer ist am meisten scuffed? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Sinks auch nicht. Ah. Er hat halt keine... Er hat zwar Rotation, aber er muss gleich fighten. Weil er hat nichts zum Covern. Er hat wirklich gar nichts zum Covern. Niente. So, bin ich gleich gespannt. Boah, er ist auch scuffed. Immer noch 9 Leute alive. Sein letzter Bunker.
wird jetzt geplaced. Digga, was geht hier ab? Was geht hier ab? Immer noch 9 Leute live. Keiner will jetzt sterben, weil die wissen, Top 4 qualt sich. Da lagen Bunker, glaube ich. Ja, da liegen Bunker. Nimmt er die Bunker mit? Das ist hier jetzt die Frage. Ja, ein Bunker. Könnte wichtig werden. Top 7 Situation. Place den Bunker, geht ins Haus rein. Boah. Da rechts sind auf jeden Fall Slurpfässer, das weiß ich. Ja, die sind leider weg. Lädt jetzt hier die mythische Pump nach. Rom noch alive. Sinks holt sich auch den Kill. Top 6 Situation. 2 Leute müssen noch dein. Dann ist man qualt. Ergibt sich das Medkit. Wichtig. Nick Sunny auf Highground mit 4 Kills. Oh mein Gott. Masari Maker NRW. Nein. Nick Sunny wird weggelasert. Und Sinks wird auch geholt. Wir haben unsere 4 Finalisten. Hot West, Leon Sweaty, Grom und Masari Maker NRW sind die letzten 4 Finalisten des Tages. Und ich bin offiziell 24 Stunden live. Das war mein erster ungeplanter 24-Stunden-Stream. Ich fand es extrem cool, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Twitch Prime is free. Dann machen wir vielleicht mal einen Sabaton. Und ja, wer wird jetzt hier die letzte Runde noch gewinnen? Also 40 von 100 Teilnehmern stehen auf jeden Fall schon mal fest. Letztes 1v1. Und Masari Maker NRW gewinnt die Runde hier mit 5 HP und 3 Kills. Fettes GG. Neben meinem Kopf kommt ihr zu dem ersten Qualifier, falls ihr euch fragt, wer sich noch alles qualifiziert hat, sowie zu anderen Cup-Videos und Highlights, beziehungsweise Zero-Build-Rank-Videos. Danke für den ganzen Support und ganz wichtig, erst in der Beschreibung kommt ihr zu Twitch. Am 31.12., wo ihr das Video schaut, beginnt der Qualifier um 16 Uhr, deswegen kam das Video heute auch ein bisschen früher. Und am 1. und 2.1. beginnt der Qualifier um 18 Uhr und das Finale, falls ihr euch qualifiziert oder zuschauen wollt, ist auch live auf Twitch am 3.1. um 18 Uhr. Und ja, danke für alles. Tschüss.